Aber zurück zu Classic. Das Leveln ging eigentlich bis ungefähr Level 50. Da hatte man zumindest noch durchgehend Quests in den meisten Gebieten und konnte einigermaßen gut durchleveln. Teilweise musste man allerdings grinden. Insgesamt, der schwierige Teil ging dann erst mit Level 50 los. Die letzten 10 Level waren grausam. Die einzigen Gebiete, die man noch so hatte, waren so in der Anfangsphase bis Level 52, 53 was rum, konnte man in Umkrata von Ungoro questen. Dann hatte man, wobei noch ein bisschen vorher, noch die ganzen höherleveligen Quests von Tanaris. Dann, wie gesagt, Krater von Ungoro. Und dann hatte man nur noch den Teufelswald, Winterquell und die westlichen Pestländer. Und ja, kommt der nächste Innenwald. Ja, gerade die westlichen Pestländer war so eine Zone, da gab es vielleicht erstmal 5 Quests und dann hast du nur noch Elite-Quests, also Quests gegen richtig sauschwere Gegner gehabt, die du eigentlich nur in der Fünfergruppe wirklich bewältigen konntest. Es war schon, also das Spiel war damals schon sehr aufs Groupplay ausgelegt. Leveln ging bis Level 50 als Singleplayer ganz gut. Ab Level 50 hätte ich damals schon Gruppenspiel sehr stark empfohlen. Als Burning Crusade dann rauskam, wurde zumindest ein kleiner Teil der Last gelegt. Man musste ja damals nur noch bis Level 58 in den Classic-Gebieten leveln. Das hat schon mal einiges ausgemacht. Die letzten 2 Level konnte man dann wenigstens schon mal in der Scherbenwelt machen. Problem war nur, dass dann 10 weitere Level dazugekommen sind. Wobei das jetzt auch nicht wirklich ein Problem war, denn in der Scherbenwelt konnte man sehr gut leveln. Man brauchte zwar höllisch viel EP zu den damaligen Zeiten, allerdings hatte man auch dafür durchgehend Quests zur Verfügung, was man jetzt in Classic-Zeiten nicht unbedingt behaupten kann. Da musste man eigentlich mindestens 5 Level grinden. Und das war nicht gerade so angenehm, will ich jetzt mal behaupten. Weil es ist dann einfach schon, dass du für ein Level, das du grindest, so, ja, je nachdem, ob du erholt warst oder nicht, hast du so circa, ja, 1,5 Stunden, 2 Stunden bis hin zu 3 Stunden für die höheren Level gebraucht. Und da stellt man sich dann einfach mal so vor, das Ganze 5 Mal. Eventuell sogar am Stück. Ein, zwei am Stück so durchzugrinden war nicht ungewöhnlich. Denn die einzigen Quests, die man zur Verfügung hatte, waren viel zu schwer, als dass man sie alleine bewältigen hätte können. Wir sind hier übrigens gerade im Tempel von Atalhaka, eine meiner Meinung nach sehr schöne Instanz. Viele Bosse auf sehr, sehr kleinem Raum. Kann man auf jeden Fall immer wieder schön machen. Gibt gute EP, gibt auch 3 Quests da drin. Und der Loot ist auch ganz interessant. Und sollte man Lederverarbeiter sein, gibt es da drin auch ein paar schöne Lederrezepte, die allerdings meiner Meinung nach sowieso ziemlich uninteressant sind, da das Classic-Addon sowieso schon vorbei ist. Und die bestenfalls zu den damaligen Zeiten interessant waren. Zu den damaligen Zeiten, als blaue Items noch sehr viel wert waren. Und man von Epics nur geträumt hat. Epics haben nur die Leute gesehen, die geradet haben und ganz selten auch mal die, die mal in 5er Innis unterwegs waren und etwas Dropglück hatten. Heutzutage werden einem Epics schon fast hinterhergeschmissen, sobald man die Maximalstufe erreicht hat. Gut, wir sind von der Maximalstufe noch ein gutes Stück entfernt. Zu dem Zeitpunkt,
wo wir hier jetzt gerade spielen, dürften wir gerade Level 55 erreicht haben. Das heißt, wir haben noch 45 Level bis Level 100. Es geht ja mittlerweile bis Level 100. Warlords of Draenor ist ja mittlerweile draußen. Sollte man auch daran erkannt haben, dass ich schon von der Schwarzfelsgießerei gelabert habe und so weiter. Insgesamt, ja, seit der letzten Aufnahme hat sich da auch einiges getan. Die letzte Aufnahme haben wir ja im Pre-Patch gespielt, also 6.03. Oder war das 6.02? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall mittlerweile Patch 6.03. Wir sind gut auf Draenor angekommen, haben uns dort auch schon gut in Garnisonen befestigt, den Hochfels geraidet und jetzt hat gerade die Schwarzfelsgießerei aufgemacht, bei der ich mindestens die Hälfte der Bosskämpfe extrem lustig finde. Habe ich aber schon mal erwähnt. Und ich merke gerade, ich habe schon 25 Minuten gelabert und ich muss immer noch 1 Stunde 13 drüber labern. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Es schneit übrigens gerade. So wie die letzten Tage auch. Sowieso ein komisches Wetter zur Zeit. Gestern hat es ziemliches Tauwetter gehabt. Sehr viel Sonnenschein dazwischen. Hat den Schnee wieder schön geschmolzen, soweit es halt möglich war. Dann hat es wieder ein bisschen drüber geschneit. Jetzt schneit schon wieder. Ich weiß nicht, was das Wetter zurzeit soll. Hätten wir sowas mal so Ende Dezember, dann wäre das mal richtig geil. Weil zu Weihnachten hat man Schnee eigentlich ganz gerne. Aber so jetzt nach Weihnachten, da kommt er immer erst so richtig. Naja. Aber das Leben ist kein Wunschkonzert und auch nicht diese Aufnahme, denn sonst hätte der Ton funktioniert und ich müsste diesen Scheiß jetzt nicht nachkommentieren. Und ich weiß jetzt schon wieder nicht, was ich sagen soll. Über den Kanal habe ich jetzt auch schon ziemlich alles gesagt. Ja, das Einzige, was vielleicht noch erwähnenswert ist, dass wir jetzt vor kurzem die 30.000 Aufrufe, also overall, insgesamt auf dem gesamten Kanal jetzt haben. Ja, ganz nett. Aber ich würde mir noch lieber ein paar Abonnenten wünschen eigentlich. Aber das soll jeder für sich entscheiden, wen oder was er abonniert. Mir ist es eigentlich sowieso egal. Genauso egal, wie es mir ist, dass wir jetzt gerade gegen einen Boss kämpfen. Jamalan, den Propheten. Und der hat eine tolle Waffe gedroppt, die ich aber auch wieder nicht brauchen kann. Zwecks Accountschwert. Apropos Account-Sachen. Die ganzen Erbstücke gibt es ja jetzt wieder ein tolles Update mit Patch 6.1. Die werden in die Sammlungen hinzugefügt. Genauso wie die Reittiere und die Haustiere schon in Sammlungen sind, genauso wie die Spielzeugkiste, gibt es jetzt dann eine Sammlung für Erbstücke. Und man kann die Erbstücke dann quasi alle, die man hat, hat man dann jederzeit zur Verfügung. Und wenn man einen neuen Charakter anfängt und jetzt keinen Bock hat, sich die ganzen Erbstücke zuzuschicken, kann man einfach über dieses Menü dann reingehen. Und dann, wenn man dann auf ein Item draufklickt, kann man sich dann quasi eine Kopie des Items, das man haben will, in sein Inventar reinziehen. Der einzige Nachteil, den ich daran sehe, ist, dass die Sachen dann komplett unverzaubert sind. Und ja, auch wenn man die Originalteile schon verzaubert hat. Leider, leider. Ich hätte gerne, dass die Verzauberungen mit übernommen werden. Das wäre zumindest ganz cool. Aber ist wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert, das Ganze so einzubauen. So, ich muss mich mal ganz kurz räuspern. Moment.
So, geht wieder. Wenn man eine halbe Stunde am Stück quatscht, dann muss man sowas hin und wieder mal machen. Also, wo sind wir gerade? Ja, bei Erbstücken war man. Zudem gibt's dazu noch einen kleinen Erfolg, der ins Spiel eingebaut wird. Nämlich, wenn man 35 oder mehr Erbstücke gesammelt hat, dann bekommt man zusätzlich noch einen Erbstück-Chopper mit Chauffeur, den man dann quasi mit Level 1 benutzen kann und eigentlich mit Level 1 schon einen Mount hat. Was eigentlich auch mal ganz nett ist, weil spart man sich eine Menge Laufwege, gerade so am Anfang, wo man das Mount noch wirklich braucht. Denn ganz ehrlich, da wo wir gerade sind, brauchen wir die Mounts eigentlich weniger, denn in Innis kann man eh nicht aufmounten, zumindest in den meisten nicht. Es gibt ein paar, in denen man es kann. Aber ja, die kann man schon fast an einer Hand abzählen. Bei Classic zum Beispiel mal fällt mir eigentlich gerade nur Zulfarrak ein. Wir haben jetzt übrigens hier gerade im Tempel von Atalhaka den Endboss gelegt, Eranikos Schemen. Wir begeben uns hier gerade nur noch zum Quest abgeben. Habe ich jetzt eigentlich sonst noch irgendwas zu erzählen? Irgendwas Interessantes? Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich vielleicht noch erzählen könnte, ist... Ach, wobei, nee. Weiß ja auch schon jeder. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich noch erzählen kann. Wir sind hier jetzt auf jeden Fall kurz vor Level 56. Das nach zwei Innis. Geht auf jeden Fall richtig schön schnell. Knapp zwei Level in etwas über einer halben Stunde gemacht. Jetzt muss ich nur mal ganz kurz was schauen. Ach, kann ich gerade nicht schauen. Schade. Naja. Ich weiß nämlich nur noch, dass es irgendwann mal so einen Moment gab, wo wir übelst lang auf eine Inni warten mussten, aber das war es anscheinend nicht. Ich glaube, das war die dritte Inni, auf die wir so. Nein, die. Nee, die vierte Inni, auf die wir so ewig warten mussten. Das ist jetzt die dritte, die schon kommt. Wo wir übrigens mal wieder in. In Schwarzfelstiefen sind. Das heißt, wir rennen da jetzt einfach nochmal durch und legen nochmal die Bosse, die wir legen müssen. Daher wird der folgende Teil etwas, ja, ich sag mal langweilig, weil wir den eigentlich schon zweimal gesehen haben. Aber was will man machen? Wenn man zufällige Innis anmeldet, dann kommt eben eine zufällige raus. Und zufällig heißt zu 50% eine Inni, in der du schon drin warst. Weil entweder sie kommt oder sie kommt nicht. Also 50-50. Ist genauso wie Blizzard die Drop-Chance von allen Items beschreibt. 50%. Entweder es droppt oder es droppt nicht. Tja. Was soll man dazu noch groß sagen? Eine Sache gäbe es vielleicht noch so anzumerken, dadurch, dass ja der ganze Item-Squish und Stats-Squish so passiert ist,
gibt es jetzt keine extreme HP- und Schadensteigerung mehr in den Leveln über 58. Denn früher war es ja so, wenn du, als man damals in die Scherbenwelt gekommen ist, hat man auf einmal wesentlich besseres Gear bekommen, als man es in allen Classic-Gebieten irgendwie sich auch nur erträumen hätte können. Das Gear war auf einmal deutlich besser. Lag daran, dass es damals, als Burning Crusade rausgekommen ist, musste es ja irgendwie auch noch interessantes Gear für die Leute geben, die T1, T2 oder T3 equipped waren. Gut, die T3 equippten Leute, die haben ihr Gear schon teilweise bis Level, ich sag mal, 68 was behalten. 67, 68 was rum. Allerdings, T1 und T2 equippte Leute, die haben sich teilweise auf der Höllenfeuer-Halbinsel schon ein bisschen bedient. Also im ersten Gebiet. Da waren nämlich auch schon sehr interessante Items dabei. Für diese Leute, die nur MC, BWL, Onyxia und ähnliches geradet haben. Je besser das Gear, desto später wurde es zwar ausgetauscht, aber ausgetauscht war spätestens bis Level 70 ziemlich alles. Daher mussten die Items in The Burning Crusade auch den großen Raiden noch irgendwie interessant sein. Daher haben die auch so ein hohes Item-Level gehabt. Und für die Leute, die mit grün-blauem Gammelgear in die Scherbenwelt gekommen sind, die sind in ein Paradies gerutscht. Weil sie auf einmal übelst krasse Items bekommen haben im Vergleich zu dem, was sie vorher hatten. Dasselbe galt dann übrigens auch für Wrath of the Lich King. Weil gerade so in den ersten Innis haben sich auch teilweise schon Leute mit T4-Equipment schon gut umgesehen. T6-Equipment hat teilweise, ja, bis 76, 77 was gehalten. Danach wurden die auch schon teilweise ersetzt. Bis 80 war da auch wieder alles weg. Am extremsten war es allerdings in Kataklysmen. Das war zwar nur ein 5-Level-Sprung von 80 auf 85, dennoch hatten die ersten, also wirklich die allerersten Items aus Vashir und Hyjal, hatten schon ein besseres Item-Level als die ICC Hard Mode-Klamotten. Und das fand ich schon ein bisschen abstrus. Also die Items aus ICC waren zwar dann noch besser, wegen Sockel, Verzauberung und teilweise besseren Stats, Set-Boni und allem Möglichen. Aber das Equipment hat vergleichsweise nur sehr kurz gehalten. Mists of Pandaria war nicht ganz so extrem. Da war das Item-Level zumindest, also das Item-Level von den allerersten Items war noch auf dem T5, nee, T12. Das habe ich mich verquatscht. Auf T12-Niveau. T12 war Feuerlande, es war der zweite Raid aus Kataklysmen. Also Feuerlande normal, muss ich dazu sagen. Vom Heroischen wäre es eher noch im T11 Raid gewesen. Auf jeden Fall waren die Items in Mists of Pandaria auch erst wirklich so interessant ab dem Zeitpunkt, wo man so Tonlong-Steppe oder in der Schreckensöde war, zumindest wenn man so gut im Progress dabei war. Und zumindest wenn man 8 von 8 HC hatte in Drachenseele. Dann hat man sich auch erst ab der Tonlong-Steppe nach neuen Items umgesehen. Vielleicht vereinzelt im Kunlei-Gipfel. Aber nur vereinzelt. Mit Warlords of Draenor war das Ganze überhaupt nicht extrem. Also da habe ich mein Gear teilweise bis Level 100 behalten. Also ich bin teilweise mit meinem Schlacht um Orgrimmar HC-Gear, oder Mythic-Gear, das ist ja dann schon Mythic draufgestanden, bin ich noch in den HC-Inis rumgehampelt. Bis ich da dann die Items ersetzt habe.
Muss sagen, das Gear hat sich lang gehalten.